wie heißt es so schön? Auf die kleinen Dinge kommt es an. Und die sind manchmal so klein, dass man ein Elektronenmikroskop dafür benötigt. Das aufzutreiben ist natürlich kein Problem. Am Institut für Elektronenmikroskopie und Nanoanalytik der TU Graz und am Zentrum für Elektronenmikroskopie, kurz ZFE. Das Spannende bei diesem Gerät ist, dass wir das zwecks entfremden und einen 3D-Drucker draus machen. Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass diese Strukturen entweder aus Art Gitterstrukturen entstehen oder aus flächigen Strukturelementen, je nach anwendungsspezifisch. Hochpräzise Messgeräte, clevere Sensoren, smarte Sonden. Dank der Grazer Forschungsarbeit teils bereits erklingende Zukunftsmusik. Ich kann sehr, sehr scharfe Spitzen bauen, diese Nanosonden mit sehr, sehr kleinen Durchmessern am Ende. Das heißt, ich kann ganz genau sehen, was ich habe. Plus, sie ist intelligent. Sie weiß genau, ist es magnetisch, ist es elektrisch oder kann das Licht manipulieren, ja oder nein. Wie Lego bauen funktioniert die Technologie dahinter? Naja, fast. Überall dort, wo der Elektronenstrahl war, hinterlasse ich etwas Material. Das ist die Grundidee. Und diese Analogie zum Lego bauen kommt daher, dass ich im Grunde eine kleine Struktur ablege und jetzt entscheide ich mich, möchte ich die nächste Struktur seitlich hinbauen und so weiter und so fort. Qualitätskontrollen, Festplattenchecks, vieles ist möglich. Die 3D-Strukturen in Nanogröße können direkt und kontrolliert auf nahezu jeder Oberfläche hergestellt werden. Ein Nanometer ist ein Tausendstel von einem Mikrometer. Und nur zum Verständnis, ein menschliches Haar hat ungefähr 100 Mikrometer im Durchmesser. Das heißt, dass das Nanometer ist ungefähr ein Millionstel von einem Haar. In meinem Bereich zum Beispiel arbeite ich mit Rasterkraftmikroskopie. Das kann man sich so vorstellen, wie wenn man einen Plattenspieler hat mit dieser Nadel vorn. Man rastert die Oberfläche ab und misst die Topografie. Und so will man vom Kleinsten ausgehend Großes bewegen.